Jo, liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zum nächsten Nuzlocke-Part der Sonne Edition, Freunde. Und ihr seht es schon, ist ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier einen tollen Greenscreen-Effekt eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ihr seht auf jeden Fall, glaube ich, mega nice aus. Der rote Pokédex ist jetzt hier im Hintergrund zu sehen oder die Karte. Die Einstellungen sind noch nicht hundertprozentig, Freunde. Kann sein, dass ich da noch ein bisschen was ab und zu ändern werde. Und, ja. Ihr habt mir letztes Mal in den Parts geschrieben, wir können das pro Route machen, also pro Route Gebiet schräg schräg. Das heißt, überall wo wir ein neues Gebiet anfangen, werden wir uns, oder auch schon einen neuen Namen ist, werden wir uns auf jeden Fall ein neues Mon fangen. Ich habe jetzt bei der Schule ein neues Pokémon dazu geholt. Hier haben wir die Route 1 und rein theoretisch dürften wir uns hier vorne, wenn ich jetzt richtig liege, das müsste nämlich auch eine andere Route sein, hier auf was fangen. Aber es gehört, glaube ich, noch zu Route 1. Ja, doch, es gehört zu Route 1. Ja, wir haben letztes Mal die Trainerschule besiegt, Freunde. Oder in der Trainerschule haben wir da ein bisschen Randale gemacht. Rabule, Randale. Der Yves macht Randale. Und ihr seht jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt den Greenskin so ein bisschen eingefügt. Und ich will mal gucken, was jetzt in den nächsten Parts kommt. Ich werde es auf jeden Fall, die nächsten Parts auf jeden Fall noch ein bisschen verfeinern von der vom Optischen. Ich bin da, wie gesagt, noch nicht so ganz genau, wie ich das einstellen muss, etc. Und ich weiß nicht, ob man es hört, vielleicht meine Stimme ist immer noch so ein bisschen ranzig raus, ranzig, glaube ich, ja, kann man so sagen, ne? Also ist immer noch so ein bisschen, jo, die klingt immer noch so ein bisschen und tut ganz schön weh, also so auf langer Dauer, Freunde. Ach, Mann. So. Und wenn die Einstellungen noch nicht überall hundertprozentig sind, entschuldigt die mal bitte, weil ich habe das Ding heute aufgebaut am Samstag. Ihr seht den Part also am Sonntag, also gestern habe ich das Ding aufgebaut und ich dachte, was geht hier denn ab? Und habe das dann erstmal versucht zu rüber zu kriegen, wie das läuft, etc. Boah, das habe da ewig lange für gebraucht, muss ich sagen. Und jetzt bin ich eigentlich ganz zu zufrieden, würde ich eigentlich sagen, ja. Ich glaube, kann man so nehmen. Hey du bist ganz schön weit von Erden von Alola gekommen, oder? Ganz weit her nach Alola gekommen. Das sehe ich dir an. Jo. Hä? Warum denn? Alter, mir gefällt gerade mein Mütze überhaupt nicht. Ich verstehe das gar nicht. Ey, was ist los heute? Mann. So. Alola. Wenn du zu bist in Alola. Ja, kennen wir schon. Ich finde es auf jeden Fall mega nice jetzt, dass wir jetzt einen Greenscreen benutzen können. Ich werde das vielleicht nochmal, ich sag, die Tage verfeinern. Das wird auf jeden Fall jetzt bei den Battles so sein, dass wir wahrscheinlich immer im Hintergrund jetzt, wenn die ersten Alola Battles kommen, oder Sun and Moon Battles kommen, dass wir dann immer das sehen können. Und Freunde, wir dürfen hier nämlich einen neuen Encounter können wir fangen. Ich werde jetzt erstmal Miete nach vorne setzen, weil ich Panik habe, nicht, dass ich jetzt gleich jemanden anspreche und der mit einem Wasser-Pokémon hier Probleme bereiten möchte. Das wäre nämlich sehr, sehr traurig. Was sagt sie hier? Fang! Mann, nur weil du an Gufa zu weich ist, musst du es nicht geben. Ja. Was sagt er? Ja, geil, haben wir gerade schon gehört. Und ja, ich werde jetzt, wie gesagt, die Tage mal schauen. Kriegen wir hin, Freunde. Das wird auf jeden Fall geil werden. Wir sind auf jeden Fall in der Stadt angekommen. Das heißt, wir dürfen uns einen neuen Encounter fangen. Ich habe mir hier auch so einen kleinen Zettel vorbereitet hier. Ne? Oh. Da stehen alle eure Namen drauf. Also der oder die gerne ein Pokémon sein wollten hier in der Nuzlocke. Da steht das drauf, wer ein Pokémon sein möchte. Kann sich gerne hat es drauf oder beziehungsweise hat dann zu mir geschrieben. Jo, habe ich gesagt, hier schreibe ich mir auf. Und mal gucken, also ich habe da einige Namen drauf, einige haben ja ein paar Wunschsachen, so wie der lieber Max, der möchte gerne Wuffels genannt, also soll gerne Wuffels sein. Ich kann es nicht versprechen, also wirklich, Freunde, das ist echt knapp, dass das Wuffels sein wird, weiß ich wirklich nicht. Also müssen wir mal schauen, weil die Chance dahin zu kommen, ohne dass wir einen Encounter finden und dann auch noch die Chance, dass wir dann Wuffels kriegen, ist sehr gering. Aber wenn es passieren sollte, gerne, Freunde. Oder Tobias möchte gerne, dass ein Unlicht oder Psycho-Pokémon sein wird. Ist alles kein Problem, oder in der Krille gehen wir hin auf jeden Fall. Wird coolio. So, wir haben jetzt den Pokémon-Sucher bekommen. Jetzt müssen wir erstmal wieder zu dem Typen. Machen wir noch ein schönes Bild. Und die Tage werde ich auch nochmal, also jetzt die Woche, die kommen, werde ich euch nochmal einen Guide rausschmeißen.
wie das mit dem Pokémon-Sucher wahrscheinlich klappt. Ich weiß nicht, ob ich bis dato das fertig gekriegt habe. Ich bin auch noch an einem Zygarde-Guide dran. Mit allen Zellen, also wo findet man alle Zellen, etc. Und ja, ich muss gucken, dass wir das die Tage hinkriegen, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall nicht der einfachste Weg, Freunde, das sage ich euch jetzt schon. Deswegen. Es ist nicht einfach. Ey, Trainer, was Schönes. Na du, wie geht's dir? Das ist ein Pokémon-Sucher. Kannst du damit umgehen? Wenn ja, verrate ich dir was. Ja, Freunde, jetzt probieren wir mal ein bisschen Pokémon-Snap aus. Mega geil. Sieht bestimmt gut aus. Erdrücken. Und ich werde dann, wie gesagt, mal so gucken, wenn... Ich versuche es wirklich diese Woche rauszukriegen. Ist aber nicht die... Wie gesagt, das ist nicht, dass ich jetzt einfach so aufnehme, zack, und dann... Da habt ihr das Ding. Ist leider nicht so. Aber, ich werde euch dann nochmal so ein Guide rausbringen, wo kann man überall Pokémon, oder die Fotos, wo kann man überall Fotos machen. Welche Pokémon kann man bei den Fotos überhaupt alle kriegen, solche Sachen. Die werdet ihr auf jeden Fall sehen. Ja. Schaut auf jeden Fall die Tage mal rein. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Definitiv. Wird sich lohnen. So, wir wollen hier weiter. Ich will mir nämlich unbedingt heute noch einen Encounter fangen. Ich hoffe, dass es was Cooles wird. Und da muss ich mal gucken, dass ich die Tar in den nächsten Parts vielleicht mal ein, zwei Level gut mache und trainiere. Weil ich habe das Spiel ja schon durch auf in meiner Mond-Edition, aber Sonne habe ich noch nicht gezeigt. Das heißt, da ist es immer noch blind, weil ich nicht weiß, ob bei Sonne das jetzt anders sein wird. Ich denke zwar nicht viel, aber deswegen kann ich ungefähr ahnen, was uns erwarten wird bei den Prüfungen. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen vorher trainieren. Jetzt kriegen wir das Linsen-Etui. Das heißt, wir können gleich unsere Augenfarbe ändern. Mega nice. Wer kann das sehen, was ich habe, Freunde? Ja, richtig. Blau vielleicht. Oder auch nicht. Naja, egal. Wir gehen erstmal jetzt shoppen. Ich will unbedingt neues Outfit, ey. Ich kann das gar nicht abhaben, das Zeug hier, was der da hat. So, hier. Ich will was kaufen. Du hast, glaube ich, schwarze Sachen oder irgendwie sowas hast du. Irgendwas im Angebot. Ein weißes Tanktop. Boah, ohne Witz, kein Tanktop. Ey, never. Ein T-Shirt wäre nice. Irgendwie so ein... Komm, wir nehmen das Rote. Das sieht nice aus. Das nehmen wir. Alter, wer trägt denn freiwillig rosa als Junge, ey? Keiner, keine Sau trägt das. Und dann nehmen wir noch eine pechschwarze Hose, das passt auch dazu. Wir haben ja richtig viel Schotter von Mutti bekommen. Deswegen. Und wenn wir mal schauen, also vielleicht in den nächsten Parts, wenn wir das, werden wir mal gucken, dass wir vielleicht in den nächsten Parts uns ein paar coole Schuhe noch dazu holen, die vielleicht ein bisschen passen. Ich weiß nicht, ob ihr dazu mal einen Guide sehen wollt, was man überhaupt alles kriegen kann. Ich habe das Lösungsbuch hier. Ich habe gesehen, dass das richtig viel, also es richtig viel Shit gibt, was man kaufen kann, was man anziehen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr da Interesse dran habt, keine Ahnung. Freunde, kein Plan. Also müsst ihr mir mal reinschreiben. Würde mich da brennend interessieren. Mir gefällt die ganzen Einstellungen zwar noch nicht ganz genau. Man sieht da oben jetzt zum Beispiel hier da, sieht man so ab und zu so leichte kleine Riffel noch immer. Ansonsten finde ich es eigentlich mega nice von den Dings her. Und wir fangen uns jetzt erstmal, Leute, ich will neue Pokébälle kaufen gehen und dann fangen wir uns einen neuen Encounter. Und dann gehen wir zum nächsten Zielpunkt, das ist da unten bei dem Roton Dex. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, weil ich davor bin. Yay. Weiß, ich bin fett. Dankeschön. Wir kaufen uns jetzt erstmal Pokébälle. So, zack. Nehmen wir mal 20 Stück. Haben wir 32 jetzt von. Nee, davon habe ich noch genug. So, das reicht jetzt erstmal. Und dann fangen wir uns jetzt erstmal was Cooles. So. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Keine Ahnung. Ich glaube, Mauzi habe ich hier bei mir bei dem Ding gefangen. Ich will aber eben gucken. Ich will gucken, was es hier gibt. Das Problem ist, ich weiß, dass es hier Abra gibt, weil der liebe Mima, mit dem ich, mit dem ich gespielt hatte, der hat versucht, glaube ich, hier Abra zu fangen. Ich weiß, dass es das hier gibt, Freunde. Wäre mega geil, wenn wir das kriegen. Das Problem ist aber,
Wir kriegen Ratzfatz. Boom. Alola Ratzfatz. Hä? Kann man das in der Sonne kriegen? Ist auf jeden Fall nice. Ich gehe für einen Donnerschock, um erstmal das ein bisschen zu schwächen. Und ich habe schon einen Namen dafür. Weil es wollte jemand Unlicht sein. Es ist Unlicht. Ratzfatz ist Unlicht, Freunde. Deswegen hat Ratzfatz dann auch schon mal einen Teamnamen. Also ich finde es trotzdem, ich weiß gar nicht, einige sagen ja, oh, das sieht so scheiße aus. Ich finde das voll cool eigentlich so. Es hat irgendwie so richtig so, Luigi, man stellte sich nicht dagegen der Familie. So ein richtig geilen, hat eigentlich Style. Eigentlich hat es Style, Freunde. Und ja, wir fangen jetzt erstmal Ratzfatz hier, so. Geben den auch gleich einen Namen. Und ich weiß, dass einige viel weiter sind und diese Nassglocken nicht wirklich gucken wollen, weil die denken, ich spoiler die, Freunde. Das ist wirklich kein Spoiler. Ich bringe die wirklich zwar täglich, aber ey, die kommt so wie, also wirklich, ich bin da so langsam mit, dass das überhaupt gar kein Spoiler sein kann. Ihr seid wahrscheinlich schon viel weiter. Einige haben es wahrscheinlich sogar schon durch, so wie ich. Und andere sind wieder schon bei der dritten, vierten Insel. Also, das ist kein Spoiler, was hier passieren wird. Also, größtenteils, ich will auch nicht wirklich viel spoilern von der Story. Ich spiele die Nassock mit euch durch, weil ich das Projekt cool finde. Und wir haben jetzt erstmal Tobias als neues Teammitglied. Das ist schon mal nice. Damit sind wir jetzt schon vier. Wingo wäre nice gewesen, Alter. Aber in Kamitin so weghauen jetzt. Dafür gibt es Gratis-EP-Mietend, Alter. Hast du gehört? Gratis-EP, vierfach effektiv. Überschall. Nice, Mietend. Nice. So, damit haben wir jetzt auch erstmal Wingull umgebatzt. Und Alter, da gibt's gute CP. Guter, ey. Gut, richtig gut. Ich müsste eigentlich trainieren, aber ich will mal gucken, was jetzt weiter passiert. Was reden die beiden denn jetzt? Ich habe den Captain Bescheid gesagt, dass ich schon wieder Mitglied von Team Skull am Alpen umtreibe. Oh mein Gott! Team Skull. Stimmt, da war ja irgendwas mit denen. Ich glaube, das treffen wir jetzt erst mal auf die, wenn ich richtig liege, ne? Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Ich glaube schon, dass wir das erste Mal auf die treffen. Das Geile ist einfach dieses Rote, der Rotom-Deck. Zeigt euch jederzeit an, wenn ihr mal was nicht mitbekommen habt, wo ihr hin müsst. Das ist mega geil. Das ist einfach mega geil. Ich heile jetzt erstmal Tobias hoch, unser Ratzfatz in der Naslock. Und ich will natürlich hier auch gerne wieder wirklich versuchen, hier nichts zu verlieren. Ob es der Fall sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn ich jetzt hin zum Ding gehe, zum Pier, steht da Elima heißt er, glaube ich, der Vogel. Und dann müssen wir, wenn ich richtig liege, gegen Team Skull kämpfen und gegen ihn direkt selber. Wenn ich richtig im Kopf habe. Ich weiß es gar nicht. Was wollte er nochmal? Vielleicht gebe ich es nächstes Mal zum Hafen, brüllt es mir mehr hinaus. Ja, dann gehen wir zum Hafen. Oh lol, mach mal. Am Arbeiten hier, krass. Größter Pumper, ey. Richtig krasse Pumper. So. Und ich weiß, dass da Team Skull auf mich warten wird. Ich weiß es. Ich habe so eine Panik, dass ich jetzt gleich was verliere. Weil die einfach viel stärker sind wahrscheinlich. Ich liede mal mit Jenny. Obwohl. Wir können auch noch ein bisschen trainieren. Alles so auf Level 16 jetzt erstmal bringen. Zack. Ah, den Pokémon nehmen wir noch mit. Vielleicht ist da was Cooles drin. Glaube ich zwar nicht. Mini-Pilz. Ich glaube, dafür gibt es Schotter. Das ist richtig teuer. Ich level jetzt erstmal ein bisschen Mietend. Ich glaube, ich werde das wieder speeden, Freunde. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich wieder. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen speeden. Werde Mietend noch eben schnell ein, zwei Level trainieren. Und vielleicht auch Tobias mit dabei. Also Tobias kriegt wahrscheinlich mit ein paar Level, aber den kann ich die beide zusammen machen. Eigentlich ganz cool. Und die Para. Muah. So gut, ey. So gut. Richtig gut, Freunde. So muss das eigentlich auch sein. Und ich muss mal mein Handy vom Mikro weglegen, sonst hört ihr die ganze Zeit immer. Das ist die Nachricht von Twitter. Das ist mal schlimmer.
Ihr hört jemanden und denkt so, oh lol, was brummt denn da die ganze Zeit? Ja, das ist mein Handy auf Dauervibration. Ja, ich bin nicht beliebt, aber das schreiben mir Leute. Das schreiben mir irgendwelche Leute. Oh komm, Mann, nein, ich biete das jetzt nicht. Wir gehen da jetzt hin. First Time Meet and Lead und dann gucken wir, was Team Skull reinbringt. Ich weiß sowieso, dass jetzt Team Skull kommt. Ich weiß es. Ich weiß, dass sie kommen. Hallöchen, ich bin Captain Elima. Yo, yo, yo. Team Skulls Art zu grüßen ist nicht zu grüßen. Hä? Ach so, ja, die kommen jetzt gerade. So war es nämlich. Also die Musik, Freunde, ist mega nice. Ich finde die mega cool. Und ich werde dann jetzt mal so einen Zwischenpart einsetzen. Also wenn ihr morgen den Part sehen werdet, sind die Pokémon wahrscheinlich ein bisschen trainiert. Haben alle ein, zwei Level plus gemacht. Und dann werden wir jetzt auch Team Skulli umhauen. Und ich denke, das sieht dann ganz gut aus. Die wollen meine Pokémon klauen. Ja, ich kümmere mich um den einen. Kein Problem, Alter. Mach ich easy platt. Danke. Mach ich platt. Ich nehme mir den vor. Ich werde dir zeigen, was ein Pro ich im Umgang mit Pokémon bin. Check it out. Krasser Typ, Alter. Zeige ich dir mal, was ich für ein Pro bin. Also ich finde die Musik mega nice, Freunde. Die ist eine richtig gute Musik. Muss man auch mal sagen. Das ist eine echt geile Musik. Macht echt Bock zu fighten. Und Zubat ist der Lead nice. Da stehe ich mit Mietin einfach sauber da. Super gut. Ich finde das so geil, weil ihr jetzt nicht mehr da hinten den Dings sieht. Also sonst habt ihr den ja dann in der Ecke gesehen. Und jetzt sehe ich einfach mit Hintergrund ist einfach bei mir der Kampfskin. Ich werde das wahrscheinlich sogar bei den Battles, wie gesagt, einblenden, weil ich es mega geil finde, die Idee jetzt so. Dann werde ich so irgendwie die Battles einblenden. Irgendwie dann kommt hier so ein kleines Ding hin mit unteren Screen. Ich bin da mit drinne. Ich glaube, cooler geht's nicht. Außer ihr sagt natürlich, nee, ey komm, der Typ, der ist so herzlich, der machen wir gar nicht sehen. Ne? Auf jeden Fall wird das geil beim Shiny Hunting jetzt werden, Freunde. Weil ich da den unteren Screen immer einblenden kann. Easy. Ja, wow, tun wir so, als wäre das nie passiert. Lass uns lieber eine Biege machen. Emilias blöde Pokémon brauchen wir eh nicht. Jo, machen wir. Geh, Mann. Meine Güte. Du hast, das hast du gut gemacht und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Dankeschön. Danke, dass du es machst. Ich weiß nicht, was mir erwarten wird. Als ich über ein Pokémon erträge, wurde mir mein Interesse geweckt. Es bringt dich Professor Cool persönlich dorthin und gewiss. Ja, ich habe jetzt irgendwie die Panik. Ich glaube, wir müssen gegeneinander kämpfen jetzt, ne? Was sagst du, fühlst du dich in mir gewachsen? Weiß nicht, was hat das Ding für Mons? Klar. 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 Ich denke mal so, jetzt wird irgendwas Abfuck-mäßiges kommen. Zwei Mons, okay, das ist nice. Wenn die jetzt aber Level 14, 15 sind, sind wir richtig am Arsch. Mandigunia kommt rein. Bitte Level 9, bitte Level 9, bitte nicht hoch, bitte nicht hoch, bitte nicht hoch. Oh, yes. Da komme ich mit super mit klar. Ich gehe auf den Donnerschock. Lol, Verfolgung, ich bleib drinne. Lol, 3 KP. 5 KP abgezogen. Ich brauche die Para, ne? Ich gehe auch mal auf den Superschall. Was ist das jetzt? Was macht das? Angriff senken oder Verteidigung? Verteidigung, ne? Shit. So. Und jetzt wäre mal ein bisschen geilo, wenn das ein bisschen mitspielt und das Ding sich selber schlägt. Wäre mega coolio. Oder er setzt einen Hyperheiler ein. Ja, nice. Kann ja nichts machen. Kriege ich den First Turn auf jeden Fall raus. Para, para, para. Komm schon. Ich bin jetzt auf jeden Fall, dass ich mehr Damage mache. Aber das Problem ist, Verfolgung macht mehr Damage als... Alter, Junge! Friss das! Einen müsste ich noch tanken, ne? Den gehe ich jetzt drauf. Er geht wieder auf den Silberblick. Komm, reich aus, bitte. Ich denke mal, er wird irgendwie so einen Trank rausschmeißen. Ist meine Überlegung gerade.
Aber wir haben gerade 5 abgezogen bekommen. Bei minus 2 jetzt müssten wir rein theoretisch maximal 10 abbekommen. Abgezogen bekommen. Er setzt den Trank ein. Nice. Nice, das wusste ich, Junge. Easy, predicted. Komm schon, Para, Alter. Ich gehe nochmal auf den Donnerschock. Alter, die Verfolgung. Ich habe da so eine Panik rauszuwechseln, ne? Die zieht jetzt 9 ab. Ich gehe jetzt selber auch auf den Trank, Freunde. Heile hier mit Mieten dann hoch. Bam, wir kriegen jetzt wieder eine Verfolgung ab. Alter Junge, ey, das macht so ungemein Damage. Ich wechsle aus und gehe auf Jenny. Ich werde vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Folge überleben werde. Keine Ahnung. Nein, Mietend. Ich muss das machen. Ich muss das machen, weil ich nicht sonst weiß, wie ich sonst vorbeikomme. Ich muss das machen, Mietend. Oh Mann, ey. Scheiße. Okay, Mietend war lange dabei, Freunde. Props an Mietend. Mist. Aber ich muss das machen. Ich muss das machen, weil sonst hätte ich auf jeden Fall den nächsten Hit, hätte ich dann nicht überlebt. Ah, Mann, ey. Ich bleib drinne mit Felix. Geh dann auf einen Zertrümmerer weiterhin. Das ist nämlich Typ Normal des Farbigel. Alter, macht das wieder Damage. Alter. Holy shit. Tu it, nice. Nice, jetzt ist ein Saver-Hit. Jetzt ist ein Saver-Hit. Boom. Oh Mann, Mietend, sorry. Sorry, Mietend. Junge! Felix! Shit, war das knapp. Alter! Mann! Richtig knapp. Ja, Freunde, damit werde ich Mietend jetzt auf die Todbox legen. Ah, scheiße. Ach, Mann, ey. Mieten war lange dabei, Freunde. Er hat sich gut geschlagen. Sehr gut. Naja, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch der Greenscreen gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Ich wollte eigentlich näher aufs Festival Plaza. Ich wollte speichern. Mann. Ich wollte nur speichern. Ich wollte nichts auf die Festivals Plaza. Bitte lass mich in Ruhe. Bitte, 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 bitte lass mich in Ruhe. Ich will den Scheiß nicht hören. Ich will es einfach nicht. Ich muss einfach Ja drücken. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier einfach raus. Ich will einfach raus. Erst einmal habe ich Mieten verloren. Ich hatte den maximalen Part, wenn man so will. Letzten Part gefangen, jetzt schon wieder tot, ey. Und jetzt ist es so, Freunde, dass wir hier sitzen und sagen, yo, nice. Jetzt fällt uns auch noch dieser dicke Cyrus, oder wie der Typ ausgesprochen wird, auf. Der dicke ist auch nicht, aber der... Nein, Junge, du näherst. Ich will einfach nicht. Ich will nicht. Mist, ey. Ja, Mädchen, es tut mir wirklich echt leid. Wie gesagt, schnell verloren. Ja, gut. Naja. Vielleicht werden wir beim nächsten Part uns noch einige coole Mitglieder fangen. Wir werden auf jeden Fall dann die neue Route besuchen gehen, Freunde. Muss ich da auch noch zuhören? Ey, komm, ey, bitte. Ist das nicht ein Ernst? Ich will nicht mit euch was machen.
Kommunikation, ja, keine Ahnung, Junge. Viel Spaß dabei. Danke. Festival Plaza erreicht Rang 2. Nice. Aber trotzdem. Ich würde jetzt trotzdem gerne, wenn es geht, raus hier. Ich will hier raus, bitte. Okay? Danke. Toll, wir haben eine Losbude jetzt, Freunde. Mega nice. Trotzdem will ich hier raus. Ich will hier raus. Ich will speichern nur. Warum sagt er mir den Scheiß immer überhaupt? Ja, damit haben wir zumindest die Festival Plaza eben kurz erkundet. Der Touchscreen wurde freigeschaltet. Nein! Wow! So, damit können wir jetzt aber zumindest wieder raus hier. Und, wie gesagt, schade um Mietend, das neueste Teammitglied. Es war kurz dabei, ist leider tot. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Part. Bis dann. Ciao!